Jetzt lesen wir uns das Ding noch durch. Zack. Kartennotiz eines Waldflüsterers. Kommt zur verlassenen Jagdhütte am Rande des Rätselseeparks. GPS-Koordinaten unleserlich. Wir müssen diese Kraftausdrücke von Brian House aufhalten. Vorratsversteck der Waldflüsterer Wartungsplatz. Okay, aber da war ich ja schon mal beim Wartungsplatz. Warte mal, da will ich gleich mal gucken. Na gut, das kriegt man hin. Vorratsversteck der Waldflüsterer. Nur, dass ich mich noch kaum noch bewegen kann und total überladen bin. Wie immer. Okay, da gibt es jetzt zwei Vorratsverstecke der Waldflüsterer. Beim Holzfällerlager noch. Marschlanden gibt es nichts. Doch bei der Marschlanden gibt es auch noch eins. Wo steckt der Waldflüsterer? Okay. Nice. Habe ich noch mehr zu tun. Was war das für ein Telefongespräch? Das verstehe ich nicht. Habe ich jetzt hier ein Dings verpasst? Hm. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. So, ich werde jetzt erstmal nochmal. In Feuer machen. Vielleicht wird es auch nur getriggert, wenn ich da oben bin. Das kann sein. So, jetzt gar ich noch ein bisschen was. Stelle ich noch ein bisschen was her. So, es wird noch ein bisschen was hergestellt. So, die Verbände braucht man immer mal.
So, zack. Zack. So, jetzt brauche ich erstmal wieder Wasser, stimmt. So. Ja, es dauert jetzt ein bisschen, weil ich mache jetzt ein bisschen was hier. Dann trinkt man mal ein bisschen was dabei. So. Upp. Okay, so, da haben wir alles. Nice. Alright. Wir hatten doch noch ach, das Essen, das ist aber schlecht. Jetzt ist es dunkel. Dunkel ist es jetzt. Gut, das lassen wir erstmal. Da ist der kaputte Speer. Ist hier noch irgendwo was? Da gehen wir erstmal schlafen. Ja, ich glaube, das mit dem Devil Telefon, das habe ich verpasst. Ich weiß nicht, ob die nochmal durchklingeln, ja? I don't know. Rennen kann ich nicht. Aber schlafen kann ich. Gehen. Wo war denn hier ein Bettchen? Hier war eine Truhe. Da kann ich das reinmachen. Noch irgendwas, was kaputt ist. Nö.
Ach, Socken. Liegen hier noch. Ich laufe mal noch mal ein bisschen hier rum. Abgenutzte Socken. Zerlegen. Zerlegen. So, gucke. Noch eine Patrone. Das siehst du alles gar nicht. Deswegen gucke ich jetzt noch mal ein bisschen hier rum, ob hier irgendwo noch was ist. Da das komische Gebömmel, gehen wir nämlich ein bisschen auf den Sack. Da habe ich wohl was verpasst bei dem. Bei dem Dings da, Bums da, da war ich. Hier muss ich, gehe ich noch mal hin. Habe ich hier noch irgendwo was verpasst? Nö. Da ist nichts. Ja, Speichervorgang, schön. Sehr schön, sehr schön. Guti, so, da gehen wir mal schlafen. War hier noch irgendwo was? Nee. Liegt hier noch irgendwo was? Nein. So, aber wie gesagt, wir müssen jetzt der Speer, den haben wir ja schon gesehen. Ja, das könnte man auch mitnehmen, die Gewehrmunition. Wie gesagt, dann immer noch mal ein bisschen gucken hier. Weil manchmal vergisst man auch das. Hallo, Bett. Stuhl. Hä? Ach, hier. Wunderbar. Trinken. Zack. Jetzt gehen wir noch mal hier runter. Machen wir noch mal die Lampe an. Weil da sieht man dann noch mehr. Weil hier könnte man irgendwas vergessen haben. Ich gucke mal in jede Ecke. Nee, 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 nee. Also gibt es da auch so Waldflüsterer-Verstecke. Die müssen wir dann auch noch suchen, finden. Jede Ecke abgucken hier. Die Werkbank, ja, dort die Schublade haben wir zum Beispiel noch nicht. Gucken, ein Feuerstahl, Eimer frei.
haben wir alles. Wunderbar, das haben wir auch. Hier noch irgendwo was? Nein. Eine Taschenlampe haben wir auch. Ich glaube, da haben wir ein paar davon. So. Ja, und jetzt holen wir uns den Speer. Der hängt ja so schön hier so rum. Aber das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich sag schon mal Ciao und ich bin mal gespannt, was dann passiert, wenn wir den Speer haben. Also bis dann. Ciao, euer Mittelfranz.